Willkommen zurück bei Hell Yeah. Wir haben ein Level gemeistert. Autsch, das tut weh. Diese Decken hängen viel zu tief. Was sagt die Arbeitssicherheit denn dazu? Dafür ist es schon zu spät. Sonst ist aber nichts passiert. Oh, es geht schon. Danke der Nachfrage. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin gerade erst gekommen zum Bosskampf. Mein erstes Mal, um genau zu sein. Ich komme nur weiter, wenn ich dich besiege. Das ist ja schade. Du bist eigentlich nett. Wollen wir? Wir sollten wohl, ja. Halt, meine Bilder. Hast du die? Bilder? Ich fürchte nicht, nein. Wäre auch zu schön gewesen. Also, packen wir es an. Wann sind das Laberbacken? Soll ich vielleicht mit ein paar furchterregenden Geräuschen anfangen? Meinen Freunden zufolge ist meine Bossstimme ganz ordentlich. Wir hören. Oh, ich würde sagen, da fehlt ein bisschen was. Wo bist du? Oh, sollte man nicht machen. Oh oh. Was muss ich denn genau treffen? Ah, jetzt wahrscheinlich, oder? Wow. Oh Mist, das war nicht so gut. Muss ich hier irgendwo heilen? Natürlich nicht. Wo ist er? Was ist das denn? Okay, also es ist auf jeden Fall funktioniert das. Na, komm hoch. So komm ich hoch. Wo ist er denn? Kleiner Boss. Schießt immer noch um sich. Was kann ich denn da machen? Zum Schießen, wo ist er denn? Ja, das bringt mir ja gerade nichts. So, komm, eintreten. Jetzt? Ja, der ist wieder ab. Ne, geht. Oh oh. Uhaha, mein Plan verläuft ganz prächtig. Bis jetzt? Hey, was war das denn? Na los, Junge, Augen zu und springen. Ja, wie? Ja, es geht noch nicht, na klar geht das. Geheimes Geschenk. Du hast einen Hut gefunden für mehr tolle Dinge. Sieh dir das Anpassungsmenü an. Oh yeah! Anpassung. Ha, jetzt die Minenarbeiterhut, ernsthaft? Na gut, lassen wir den mal. Das kann ich noch nicht. Ich müsste mich mal heilen, Leute. Ah, da. Ah.
Blut. Das Elixier des Lebens. Lester, du schon wieder? Dich fällt man aber auch nicht los. Sehe ich etwa aus, als bräuchte ich Hilfe? Euer Vater hat mich darum gebeten, seinen Erben zu beschützen. Es ist mein Job, euch nachzustellen. Okay, lass mir das. Hast du noch ein Geschenk? Das letzte war ziemlich cool. Ich lebe, um zu dienen, Sir. Es ist mir in der Tat gelungen, euch einen neuen Gegenstand zu besorgen. Abgefahren. Und wenn es mir nicht gefällt? Wechselt mit LB zwischen all euren Waffen. Und alles ist wieder in Butter. Mit LB, okay. Uhu. Was kann die Waffe denn? Ach, da sieht man die Munition. Ja, schade, da funktioniert es leider nicht. Was ist das dann? Hilfe. Nein. Oh. Lass mich in Ruhe. Was piept denn da? Haben wir nicht gerade noch was? Doch. Kann ich den ja eigentlich irgendwie hoch oder so? Nö, ist nix. Ich brauch zwei Bossmonster noch. Okay. Ja, das war jetzt nicht. Was ist das denn? Okay. Hilfe! Zu weit gefallen. Nee, Moment, das war. Wie komm ich denn da jetzt durch? Ich hab's doch gerade geschafft. Nein, nicht runterfallen. Ach, Mann, du. Naja, Feinmotorik. Ich und Feinmotorik. Das kann doch nicht wahr sein. Komm mal hoch. Was gleich anders? Jetzt wird langsam zu doof. Oh, das war keine so gute Idee. So, komm. Achso? Was? Was ist das denn? Honey, I'm home! Was ist das für bescheuert? Wie geil ist das denn? Boah, ist das behämmert! Nein, das ist natürlich das beste Spiel von allen. Total seriös. Wow, diese blöden Käfer haben jetzt sehr resistente Schilde? Clever. Aber ich habe panzerbrechende Munition. Prinz zu sein ist toll. Ah, ist das bescheuert. So, Bomber B. Kelsey G. McCord. Ihr sieht vielleicht nicht so aus, aber Kelsey ist eigentlich ein echt cooler Typ. Hättest du mal nett gefragt, wäre sicher ganz höflich zur Seite getreten, ohne einen solchen Terz zu machen. Ja, hätte ich die Möglichkeit gehabt, aber nö. Er wollte doch den Stress, oder nicht? Moment. Ach, da war halt, da war doch noch was. Zum Einsammeln. Einsammeln ist immer gut. So, da unten brauche ich auch noch einen, okay. Ah, nicht doch. Wo schießt es denn? Ah,
ich weiß nicht. Also die beiden Waffen, ich finde die Säge cooler. Komm mal nicht durch. Oh, lass mich. Achso, das ist eine Säge resistent, ich vergaß. Das war jetzt ein bisschen komisch. Ich hing da gerade irgendwie ein bisschen fest. Ach, schön, Blut. Meine Meinung. Einfach. Schau dir diesen Loser an. Wartet auf. Auf was eigentlich? Sicher mein Bilder. Der wird noch sein. Hä? Sicher meine Bilder? Ah, okay. Der wird noch sein blaues Wunder erleben. Warum sollte der mit Luftballons auf seine Bilder warten? Deswegen habe ich irgendwie gerade ein bisschen gestockt. Den Sinn überhaupt nicht verstanden. Kaboom. War das jetzt richtig? Warte mal, ich muss mal kurz hier ein bisschen aufräumen. Oh, wie geil. Ja, schöne Musik. Was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Was soll mich hier hochkommen? Oh, oh. Happy Birthday! Jetzt geht die Tür auf. So muss das sein. So, Monster Index. Party Bot. Marvin Hathaway. Nicht schlecht. Ein Typ, der aus allen Situationen das Beste rauszuholen versucht. Leider ist in der Hölle selten jemand in der Stimmung für Karaoke oder Charade. Es, ja, wundert einen jetzt nicht so wirklich. Warte, zurück. Nochmal aufgeladen. Achso, das geht ja nicht. Lol. Schon wieder Schaden gekriegt, weil ich es vergessen hatte. Oder was jetzt vergessen? Ich war halt ein bisschen vorschnell. Wie kommt man denn da oben hin? Oh. Das sollte man nicht tun. Ich dachte, man könnte die vielleicht wegschießen. Das sah so danach aus. Ach, na gut. Na gut. Ich wollte es zumindest probieren. So, weiter. Ja, ja, ist ja gut. Dauerfeuer ist keine gute Idee. Okay. Was ist das denn für einer? Jetzt gehen wir ein paar Stockwerke tiefer, oder? Hätte ich ja doch einfach abschießen sollen? Na gut. Aber wir müssen unsicher. Komme ich nicht weiter. Oh, man sollte nicht so nah rangehen. War da nicht noch irgendwo Blut? Ich wollte vielleicht nochmal, also... Ihr versteht schon. Wer weiß, wann ich das nächste Mal Blut kriege. Bei meinem Glück liegt... Oh Gottchen. Liegt da jetzt wieder unten Blut. Und ich hätte mir das Ganze sparen können. Aber bevor ich mich da jetzt gleich runterstürze und direkt draufgehe, kann ich das auch nochmal machen kurz. So... Ja, ja, ich weiß, Waffe ist überhitzt. Ah, schön, die sind alle runtergefallen. Was ist das denn für ein cooler Bär? Oh oh. Oh, oh. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre der Bär gewesen. Okay.
Ziel ab in den Süden? Ah, okay. Okay, ich muss an dem vorbei, glaube ich, ja? Au, ja, sehe ich auch so. Ja, wo bist du? Okay, so viel hat er nicht mehr. Ich komme nicht nah genug ran, würde ich sagen. Oder ich bin zu doof dazu. Nein, wir haben verdrückt! Ah. Ich war so überrascht davon gerade. Nein. Oh, ah. B. Y. Und. Ach so, nochmal. Ist das behämmert? Aber wieder eine Tür freigemacht. Jawohl. Monster Index. Wen hat man denn? Bamboo. Vince Bernoski. Nach der großen Bambusdürre von 2086 griffen Zoowärter zu unlauteren Mitteln, um ihre lukrativen Pandas am Leben zu halten. Der arme Vince hat schon lange vor dir nach dem Tod gebeten. Er ist dir dankbar. Du hast gerade was echt Cooles freigeschaltet, siehst du dir mal an. Du hast dein 10. Monster getötet. Die öffnet sich nun. Wie eilend. Eine Welt der Möglichkeiten für dich. Schon mal gefragt, was aus toten Monstern will? Dazu würde ich arbeiten. Geld und Gegenstände ranschaffen, leise deine eigene Fabrik, deine Monster werden Gold schaffen, okay? Worauf wartest du? Genieße es. Fläschchen machen und zur Insel gehen, Abenteuer fortsetzen. Fläschchen machen! The Island! Willkommen auf der Insel. Hier findet ihr alle Monster, die ihr im Spiel nun ja getroffen habt. Monster sind faul. Lasst sie für euch arbeiten. Sie könnten euch sogar Geschenke bieten. Okay. Einfach mal betreten. Das ist der Vortex. Eure Monster kommen hier an und erwarten Anweisungen. Quasi das Arbeitsamt von Hell Yeah. Darf ich vorstellen, Mr. Tentacle. Er ist euer persönlicher Monstermanager. Nett, nicht? Morgen, Gebieter, lasst mich euch kurz erklären, wie mit diesem Monster umzugehen ist. Ja, mach mal. Ich dachte, du erklärst mir was. Hallo. Da wären wir. Von hier aus könnt ihr alles ganz leicht verwalten. Schön. Termine, das Herrenhaus, das Labor und den Hafen, tolle Orte, da ist ganz viel los. In jeder Zone erhaltet ihr ein bestimmtes Geschenk, was euch im Hauptspiel hilft. Die Mine bringt Geld, im Herrenhaus gibt's Blut, das Labor fügt dem Laden Dinge hinzu, im Hafen warten Überraschungen. Weist einfach Monstergebieten zu, mit dem Stick legt ihr an jedem Schieber fest, wie viele Monster in jede Zone sollen. Anschließend bestätigt ihr eure Wahl mit A und na los, probiert es. Ja, nur das mit dem Blut habe ich nicht so ganz kapiert. Was hilft mir das denn? Mal 5, 3. So, in den Labors kann ich noch gar nichts machen. Mal 5 für jedes. Okay, dann mal los. Alle Monster sind fleißig. Gute Arbeit. Ihr könnt die Insel jederzeit verlassen oder zurückkommen, um euer Geschenk abzuholen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Monstern bei der Schufterei zuschauen. Drückt einfach B und lehnt euch zurück. Dann drücken wir mal B. Chef, Chef, es passieren merkwürdige Dinge. Es öffnen sich neue Zonen. Seht sie euch an. Achtet auf neue Symbole. Wählt eine Zone mit dem Stick und drückt X. Viel Spaß, Gebieter. Jetzt wäre ich gerne an eurer Stelle. Oh, so viel Neues. Aber bevor wir uns hier auszoomen, machen wir eine kleine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.